von den Kindern, die sowieso nichts arbeiten. Die da jahrelang im Dorf rumsitzen und rumstehen. Also ich kann auf jeden Fall noch 3 Leute anstellen. Für mein Dorf. Na, guck mal, hier sitzen Ladies. Warte mal, wir machen mal F5. Batilda. Oh mein Gott, Batilda. Hallo Fremder, ich bin vor kurzem in dieses Land gekommen. Hast du mal einen Moment Zeit? Kürzlich bin ich in die Jagd eingestiegen. Hast du irgendwelche Tipps? Was für ein Tag? Habe fast ununterbrochen gearbeitet, aber ich weiß, dass sich meine harte Arbeit auszahlen wird. Du weißt ja, was man sagt, der frühe Vogel mengt den Wurm. Jetzt warte ich, bis eine Zahl im Chat steht. Alter 24 ist schön. Schönes Alter. Also ich tendiere ja zu 1. Was sagt ihr? 1. Ich nehme 1. Plus minus 0. Sicher, worum geht es? Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Mir geht es blendend. Gut zu wissen, dass die Leute an mich denken. Plus 5. Komischerweise, liebe Grit, weiß man nie, was die Leute machen, tun oder denken. Wer bist du? Albreda. Albreda, du hast du Stats? Warte mal, du hast... Huch, nicht den. Du hast Stats alles auf 1. Guck mal, die hat hier schon ein paar Dreier dazwischen. Du taugst doch wirklich in der Wurzel nichts hier, ne? Warte mal. Hast du einen Moment Zeit? Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, es geht dir gut. 1 oder 2? 1. Plus 5. Ich genieße, was ich tue. Du wirkst zuverlässig. Vielleicht kannst du mir irgendwann helfen. Hast du einen Moment Zeit? Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Oder wie ist die Arbeit? Ich hoffe, es geht dir gut. Was denkst du, sollte ich tun? 3. Nein. 3 kommt nicht in Frage. 1 von beiden muss gehen. 3 ist nicht gut. 1. Mir gut ist plus 0. Ach ja. Plus minus 0. Gut. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Wir sind jetzt in Baranica. Jetzt müssen wir nach Branica. Da lang, ne? Wahrscheinlich. Branica war doch nicht weit weg von hier. Ist das richtig? Man kann doch bestimmt hier rüber gehen, ohne sich ein Bein zu brechen. Gut, dann 4. 4 wäre die richtige Wahl gewesen. Huch, Hase. Ach je. Da. Man kann nur alle 30 Sekunden schreiben, also spiele langsamer. Wie, man kann nur alle 30 Sekunden schreiben? Wir haben auch gar kein Slow-Mo drin. Was? Hier ist übrigens unser Ressourcenschuppen. Schau bei deinem Lager vorbei. Ja, ja. Steht noch. Steht noch. Aber hier ist auch...
Aber hier ist auch nichts zu essen drinnen. Ich hatte hier nichts Nahrungstechnisches eingepackt. Nee, nee. Kann mal einer von den Mods gucken, warum nur alle 30 Sekunden? Das ist aber eigentlich nicht... Ich habe gar keinen Slow-Mo drin. Kann nur alle 30 Sekunden schreiben. Wo kommen wir denn da hin? Ist kein Slow-Mo drin, deswegen. Slow-Chat ist aus. Ach, Andreas. So, hier haben wir noch mal ein paar Grazien. Eine Grazie. Eine milde Grazie. Nidomira. Wollen wir mal gucken. Ah, taugt nischt. Die taugen hier alle nicht. Ansgar taugt was. Aber hier, Nidomira... Ja, egal. Quatschen nützt nichts. Im Quatschen kann man ja. wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Würde ich jetzt mal so nehmen, oder? Was sagt ihr? Wie ist dir in letzter Zeit ergangen oder hast du in letzter Zeit Klatsch und Tratsch gehört? Ist ja eine Frau, ne? Ah, wahrscheinlich wolltest du zweimal die Eins schreiben. Dann musst du einmal Eins als Eins schreiben und einmal Eins als Wort. Fällt mir mal gerade ein. Zustimmung Null. So, ich komme gerade von der Feldarbeit zurück. Harter Job. Oder hast du den Adligen gesehen, der gerade vorbeikam? Ich hörte die Leute sagen, dass er tolle Gewänder trug. Nachricht nicht gesendet. Diese Nachricht ist aus mit einer Nachricht. Deswegen, genau. Deswegen schreibst du die 1 einmal als Zahl und einmal als Wort. Das wäre besser. Du kannst nicht 1, 1, 1, 1, 1. Das ist richtig. Das ist das Problem gerade. Okay. 1. Zustimmung 2. Damit haben wir ja nicht gerade 4 gewonnen. Wollen wir die auch noch voll quatschen hier? Einfach mal, weil wir es können. 2 minus 1 zum Beispiel. Würde auch gehen. Den quatschen wir auch mal voll. Wer weiß, wozu es gut ist. Schönes Wetter haben wir, findest du nicht? Nein, ich komme von der Feldarbeit. Da entscheide ich mal selber. Und das können wir auch gleich nochmal machen. So. Den frühstücken wir jetzt tatsächlich mal auf die Schnelle ab. Weil wir eigentlich keine Männer haben wollen. Aber wir können ja schon mal vorarbeiten, ne? Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Plus 10. Ja, hallo. Hast du einen Moment Zeit? Was für ein Tag? Fast ununterbrochen gearbeitet. Minus 5, natürlich. Auf wieder tschüss. Jetzt haben wir tatsächlich hier alle bezirzt, die wir bezirzen können. Ich brauche jetzt tatsächlich nicht unbedingt nach Hause hechten, um zu essen, denn in der neuen Jahreszeit wird ja alles wieder hochgesetzt. Wir müssen uns ja wieder neu eindecken. Oh, hier ist schön viel davon. Wir haben ja ein bisschen was bei der Wolfsjagd natzen müssen. Ja, wenn jetzt die neue Jahreszeit kommt, dann müssen wir natürlich auch wieder unsere Häuser heile machen. Im Westen ist noch ein Hof. Hier, Rolnika, ne? Soll ich da noch rüber? Echt jetzt? Ist doch schon spät.
Andrea, es ist doch schon spät. Komme ich doch wieder nicht rechtzeitig nach Hause. Und unterwegs treffe ich dann lauter Bären und solche Sachen. Bereits davor. Hä, davor ist ein Dorf? Meinst du das hier? Echt jetzt? Das ist ja noch gar nicht eingezeichnet. Also da sind zwar Leute, aber... Da sind büscheweise was. Da gibt es Schweine und NPCs. Ah ja. Gehen wir durch den Wald? Ist das eine gute Idee? Machen wir, ne? Bären? Dein Ernst? Bären mit Ä. Also nicht Bären mit EE. Mach mich nicht ready. Wo bin ich? Wir müssen da hoch. Da sind Häuser. Oh! Mit Doppel-E. Okay, alles klar. Das wusste ich gar nicht, dass hier auch sowas ist. Ja, moin! Wer bist denn du? Dobrovia. Okay. Bei dir geben wir uns jetzt richtig Mühe. Kürzlich bin ich in die Jagd eingestiegen. Hast du irgendwelche Tipps? Oder wie ist die Arbeit? Ich hoffe, es geht dir gut. Dobrovoja, Dobrovoja. Die Nummer 2, sagst du. Plus, minus, null. So, jetzt nochmal schönes Wetter heute. Das haben wir nicht. Ich komme gerade von der Feldarbeit zurück. Harter Job. Also ich glaube, 2 ist die bessere Wahl, oder? 1? Schönes Wetter haben wir heute? Bist du sicher? Minus 5! Du magst ihn nicht, kann er sein? Neues Level Diplomatie, wow. Jetzt aber, Fähigkeiten. Wir haben hier ja noch was zu verschenken, ne? Wie viel haben wir hier noch? Einen. Aber das ist hier alles noch in Arbeit. Das nervt mich. Handwerker habe ich ja schon aufgedingst. Koch habe ich auch schon aufgedingst. Diplomatie. Diplomatische Kenntnisse. 1+1 mehr Fertigkeitspunkte durch diplomatische Aktivitäten. Neues Level. Vielkäufer. 5% auf niedrige Einkaufspreise. Guter Gastgeber. Steueroptimierung ist noch in Arbeit und Verkäufer. Romeo brauchen wir nicht. Wir sind ja keine Romeos. Wir sind ja schon verheiratet. Soll ich nochmal auf diplomatische Diplomatiekenntnisse gehen? Das erste. Ja, habe ich mir auch so gedacht. Dann machen wir das. Erstmal Kenntnisse sammeln, genau. Genau. Wer bist denn du? Unigos sieht genauso aus wie Raimund. Zeig mir mal deine Ware. Was hast du denn? Aha. Okay. Nichts, was ich jetzt gebrauchen könnte. Ich gehe jetzt nach Hause. Aber quatschen könnte man mit denen auch, ne? Hast du mal einen Moment Zeit?
Klatsch und Tratsch. Plus 5, siehste. Kannst du mal sehen, so geht das. Ich sollte mal was trinken. Oder wir machen das jetzt so, wir gehen jetzt nach Hause, tatsächlich. Und erwarten den neuen Tag. Denn dann müssen wir mal wieder ein bisschen Häuser reparieren. Und hier, unsere Liebste wird ja auch bald aufhören zu arbeiten. Ja, falsche Richtung, warte mal. Gustavia, da lang. Wäre ich ja bald zu den Wölfen gerannt. Na, das wäre ja noch der absolute Knüller gewesen. Klatsch und Tratsch funktioniert bei allen Frauen in meinem Dorf. Das sollte dir zu denken geben. Lieber Andreas, das sollte dir zu denken geben. Ich glaube, dass die Eigenschaft jetzt nicht eine der besten ist. Die sollen arbeiten und nicht hier Klatsch und Tratsch und so weiter. Ja, ich gehe auch nur nach jedem, liebe Grit, ich gehe auch nur nach Wegweiser. Für mich wäre das auch zu dunkel. Aber ich habe extra diesen Weg gewählt, weil das ist der einzige, den ich richtig gut kenne. Was heißt richtig gut? Aber am besten von allen. Oh, morgen werden Steuern nehmen. Was bedeutet das da? Unigost? Ist hell genug, genau. Kastellan. Ja, ja, aber wir haben... Ist doch schon neu. Nein, wir haben noch nicht neues Jahr. Mensch. So, waschen brauchen wir uns jetzt nicht. Wir haben vorhin ausgiebig gebadet. Wir gehen jetzt schlafen und... Ach, neue Jahreszeit. Oh nein. Das Balk ist da. Wo sehe ich jetzt, wie unser Kind heißt? Ohne Worte. Ohne Worte. Vielen Dank, liebe Gret. Vielen Dank. Schittendüdel. Ich wollte ja noch eine Hasenfalle aufstellen, Mensch. Management. Ah, Management. Genau, du hast recht. Wir haben jetzt Mezamir. Mezamir ist unser Kind. Ei, der Daus. Im Geburtsregister. Ach, das Kind hat gar keine Augen gehabt. Habt ihr das gesehen? So, jetzt werden wir uns mal hier mit ein paar Stöcke und so ein Kram bewaffnen. Ach, unseren Hammer haben wir vergessen. Da brauchen wir ein bisschen mehr, ne? Wir haben ja unseren Hammer vergessen. Ach, herzlichen Glückwunsch, Papi. Dankeschön, Giulio. Vielen Dank. Ach, Menno. Papi, das ist aber auch süß. So, Inventar. Einmal den Hammer. Den legen wir uns mal auf die 5. Dann können wir hier besser arbeiten, ne? Ausrüsten. Und zwar wollen wir jetzt hier Reparatur. Oi, der Daus. Da haben wir dann schon hier. Gib Gas, hau die Jacke hinterher. Und wenn du weißt, dass du langsam bist, mach schneller. Das Kind hat die Augen zu und macht Bubu. Ja, genau, das hat sich gereimt, liebe Grit. Das hat sich gereimt. Schöner Name, ob ich mir den merken kann. Ich habe den jetzt schon vergessen. Irgendwas mit M. M-A. Und dann ist Ende.
Ich hab den jetzt schon vergessen, Menno. Wenn ich das nicht vergesse, werde ich das die Folge so nennen. Entweder Bike oder Blag, das kannst du jetzt aussuchen. Ehemann, müsstest mich gut genug kennen, als dass du weißt, dass ich das hinkriege, so. So, hier ist alles heil. Kannst du mal von der Tür wegkommen? Wäre nett. Meine Herren. Haben wir hier auch noch betteln, dass man in die eigenen Häuser darf. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen Stroh und dann sollte das das gewesen sein, ne? Sieht ja soweit ganz gut aus. Siehste. Topf. Was? Topf? Ach, Ehemann. Stroh habe ich gesagt, ne? Warte mal. Stroh da unten. So. Das war das. Daneben war auch noch. Und hier noch in der Näherei. So. Haben wir jetzt alles heile? Ich glaube schon, oder? Da hinten das Dach war in Ordnung. Das sieht ja soweit ganz gut aus, ne? Muss ich ja mal so sagen. Haben wir alles schön im Griff hier. Alles schick im Griff. So, Stroh kommt jetzt mal hier rein. Stöcker wollte ich noch haben. Das waren 10, die ich immer brauchte für die Falle, ne? Ja. Akzeptieren. Kuh da. Nee, warte, zurück. Da, da, da. Di, 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 di. Wenn das Kohl fällt, könntest du das auf Feld auf Zwiebeln umstellen. Hier sollte ja Flachs hin, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Ist gleich fertig. Ah. Ist schon fertig, oder? Buddelst du die erstmal aus China aus, oder was ist das hier? Meine Herren, so. Gut. Dann jetzt das Management hier. Und zwar... Nein, das war falsch, oder? Wir müssen ja hier rauf. Feld 1 war Kohl. Müssen das Lager außerhalb und die Hütte an der Mine nicht repariert werden? Das ist eine gute Frage, Lavisina. So, das Feld F möchte ich jetzt mit Zwiebeln. Genau, Zwiebeln für diese komische Dingelskirchen. Ach, Mano. F? Mit Zwiebeln. F, so, so. Akzeptieren. Dann sind da jetzt Zwiebeln drauf. Dann muss ich jetzt einmal F5. Und dann F9.
Außerhalb und die Hütte an der Mine nicht repariert werden. Die Hütte an der Mine, das ist ja das Lager, was außerhalb ist, ne? Es ist ja das Einzige, was ich habe oben an der Mine, ne? So geht er denn jetzt da gleich bei und macht das? Also müsste ich jetzt quasi mit Stöcker und Stroh da hochgehen, ne? Hatte ich da Holzplanken drauf gemacht, Bretter? Ach, ich habe ja das Zeug da drin. Ich brauche ja nur hochgehen. Ich habe ja, da ist das Ressourcenlager, habe ich ja den Zugriff von dort auch. Wegen Heilmachen. Das ist eine gute Frage, sag mal.